Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf Nintendo Switch. Wir wollen uns heute mit Gwyn beschäftigen, denn ich würde nämlich gerne eigentlich das Turnier machen in der Plazifiora. Aber wir brauchen noch ein paar gute Karten, bevor wir das machen. Das heißt, wir holen uns erst nochmal welche und dann starten wir das. Okay. Nö, reiß mir das hier hin. So, gestern haben wir die 100 Abonnenten geknackt. Ist so. Boah, wie geil ist das denn? Ich hab damit nicht gerechnet, tut mir leid. Also, ich hab mich mega gefreut. Auch direkt die URL geändert. Nee, ich hab mich mega gefreut. Ist so, und ohne euch hätte ich das auch niemals geschafft. Die ganze Unterstützung auf Twitter und die ganzen netten Kommentare, die einen aufbauen. So viele nette Menschen hier auf dem Kanal rumwuseln, das ist unglaublich. Wollte einfach nur mal kurz Danke sagen. Baut ihr eure Boote aus Kiefernholz? Natürlich nicht. Meine Frau hat Kiefernholz angeschleppt, damit ich ihr eine Wiege baue. Läuft das Bootsgeschäft denn nicht gut? Überhaupt nicht. Es gibt keine Fische. Ich hörte, du spielst Karten. Ich habe gehört, du bist ein guter Bootsbauer und ein noch besserer Kartenspieler. Willst du spielen? Spielen wir. Bin immer bereit für eine Partie. Spiel starten. Ganz weg. Also von der habe ich irgendwie, entweder bekomme ich die Partnerkarte sehr, sehr spät immer oder sehr früh. Also es variiert immer. Ich lege die Spionkarte, kriege ich zwei Karten dazu. Dann lege ich den Bogenschützen. Dann lege ich die hier. Und meins. Meine Karte. Hätte ich jetzt nicht genommen, aber okay. Aber klar. Klar ist das sinnvoll, die kleinere Karte zu nehmen, weil die landet ja beim Gegner. Und wenn der ja Tiere so Runde gewinnen will, ist das ja schlauer. Ach, der hat Leto. Auch nicht schlecht. Also entweder passt der oder der legt noch Karten. Ah. Oh, er legt noch Karten. Ah, ich passe mal lieber vorsichtshalber. Ja, er hat nur noch vier Karten. Er muss noch ein bisschen was durchstehen. Das ist natürlich Mist.
glaube, der gute Mann hat nichts mehr auf der Hand. Habe ich mir gedacht, dass er jetzt passt. Naja, erstmal lege ich das Horn. Also falls er eine Vernichtungskarte hat, trifft mich das nicht so. Ah, der hat noch eine Karte. Ich hoffe, es ist nicht die Vernichtungskarte. Ja. Also solange es nicht die Vernichtungskarte gewesen wäre, hätte der so oder so nicht mehr gewonnen. Nach den Regeln gehört die Karte mir. Ja, so ist es. Ihr Götter, ich glaube, du hättest das Zeug, gegen Hadi anzutreten. Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade klug ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. So, auf zum nächsten. Plätze. Weiter so, Plätze. Weg. Er wird kein leichter sein, weil er Querfeld einführt. Also wie gesagt, ich würde halt gerne das Quest machen in der Passiflora. Auch wenn ich glaube, dass ich jetzt nicht mehr sonderlich viele Erfahrungspunkte dafür bekomme. Das ist dann halt leider so. Ah, da bist du ja. Spielst du Gwind? Hadi ist doof, heißt es. Aber das stimmt nicht. Hadi kann kein Feld bestellen und keine Fische fangen. Aber Karten spielen, das kann er. Also, ja. Er kann Prioritäten setzen. Dann spielen wir. Dann spielen wir. Wenn er wirklich Leto von Goleta hatte, dann wird er hier sein. Leto spielt nur auf nur bei Nilfgaard mit. Wobei das zum Beispiel bei Geralt was anderes ist. Und ich glaube auch Ciri. Ciri spielt auch bei allen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn ihr weniger Karten habt, also das Minimum an Karten habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr die guten Karten halt zieht, wenn ihr halt nur gute Karten drin habt. Na, wenn ihr viele Wetterkarten drin habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass ihr dann eine Wetterkarte zieht.
aber ich versuche möglichst ohne Wetterkarten zu spielen. Ach ja, ich passe jetzt erstmal. Meistens, wenn die in der ersten Runde viele Karten verloren haben. Und man selber nicht viele, dann versuchen die es in der nächsten Runde mit ganz wenig Karten auszugleichen. Was nicht unbedingt immer passt. Oder klappt. Ja, ist nicht schlimm. Egal, welche Karte ich lege, es bringt nichts viel. Meine Karten sind so oder so nicht in Sicherheit. Zurückholen. Dann können sie eigentlich gar keine meiner Karten mehr töten. Hadi hat verloren. Kommt vor. Nimm deinen Gewinn. Ah, wer den Brosch habe ich bekommen. Muss doch, da ist der Wegpunkt. Ich sagen, ab hier dann auf Plätze weiter. Ah, ich habe schon viele gute Karten, aber noch so ein paar bräuchte ich halt. Ja, nämlich ziemlich gute Karten. Ja. Und auch verdammt viel Glück. Meistens hat man entweder nur eins, entweder gute Karten oder Glück. Was machst du denn da in der Ecke? Ah, ein Monsternest.
So, der Vorteil ist, weil das wird seid ihr ein bisschen freier. Also finde ich. Also ihr habt ja dann keine Erfolge. Das heißt, ihr seid nicht gezwungen, so viele nervige Sachen zu machen. Also zum Beispiel hier gibt es ja eins, so ist gut, wo man Leuten mit einem Kopfschutz töten muss, so und so oft mal. Oder durch mehrere Sachen, verschiedene Sachen gleichzeitig eintöten muss. Und so. Dazu ist man hier Gott sei Dank nicht gezwungen. Wenn man alle Erfolge haben möchte. Das heißt ja nur. Aber man sieht, man, das fehlt nicht mehr viel, sondern nur so blöde Sachen. Also dann macht man das aber. Also finde ich. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen. Auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast. Ich möchte Gwent spielen. Ich wollte fragen. Ja, ich spiele Gwent. Und ja, wir können um die Preiskarte in meiner Sammlung spielen. Du kannst Gedanken lesen? Die guten Götter haben mich mit etwas Hellsicht gesegnet. Nur mit etwas. Denn sie bezieht sich nur auf alltägliche Dinge. Keine Vogelscheiße wird mich je treffen. Aber bei Gwent hat mir meine Hellsicht noch nie geholfen. Hey. Also mir ist das schon passiert. Da habe ich an der Bushaltestelle gewartet und da hat mir ein Vogel in meine Kapuze reingemacht. Ich war die ganze Zeit Busfahrt dann unterwegs und habe versucht, das Weg wegzumachen und es hat gerochen. Bah, das war so fies. Man sagt ja, es bringt Glück, aber ich war nicht so glücklich darüber. Du kannst raus. Wie viele können eigentlich jetzt raus? Kann noch eine raus? Nee. Dann bleibst du auch drin. Was? Nein, zurück. Spiel starten. Sind okay. Jetzt ist es besser. Wäre jetzt toll gewesen, wenn ich jetzt Geralt bekommen hätte. Hätte ich mich nur eine Karte hinlegen müssen. Aber ich muss ja so oder so zwei Karten legen. Also. Kann ich auch. Nein! Ich bin so. Blond manchmal. Egal. Komm, legen wir es so. Sehr schön. Jetzt sind noch vier Karten auf der Hand. Ach, weiß was. Hätte ich auch. Zwei.
Sieht das schon viel besser aus. Nehmen wir noch eine Karte. Nur um zu ärgern. Ja, der Vorteil ist bei ihm, eine Karte bleibt ja auf jeden Fall liegen. Ja. Komm, das passt. Na, den noch. Zwei Karten dann. Oder halt so, ne? So, gewonnen. Das ist das Hellsehers Los. Im Herbst werde ich wissen, wo es die besten Butterpilze gibt. Aber wie man spielt und nicht verliert, das werde ich nie wissen. Ein schöner Sieg. Nimm diese Karte. Du hast sie verdient. Weißt du, wer sonst noch Gwen spielt? Es gibt in Wehl nur noch einen Gegner, der deiner Zeit würdig ist. Im Dorf Mittelhain. Man nennt ihn Hadi. Der Lümmel zählt erst ein paar Lenze, aber lass dich davon nicht täuschen. Den habe ich schon fertig gemacht. Oh, ja. Ist zurück. Ja, du wolltest ihm ja gerne noch was essen haben. Hier. Hier. Danke. Eine feine Hühnerkeule oder so. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er schaut mit an, wie die große Viper zuschnappt und die Silberlilie verschlingt. Er will springen und kämpfen. Doch die Schlange ist schneller. Die Lilie muss sterben. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Ich will mal sehen, was ich tun kann. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Das ist nämlich nicht weit von hier. Das ist nämlich hier quasi um die Ecke. Ihr könnt mir ja gerne mal unter den Kommentaren mal schreiben, ob ihr wirklich jedes Quest mitbekommen wollt oder ob ich ein paar Offscreen machen soll und nur die besten euch zeigen soll. Könnt ihr gerne mal schreiben. Oder ob das so okay ist. Es kommt nur schon was weiter runter. Ja. Nee, nicht hier runterfallen. Das ist mir schon mal passiert. Das ist ein ziemlich platter Geralt. Ja, wir sind nicht alleine. Ich könnte aber noch mal Katze ausrüsten. Verbesserte Katze. Ja. Und dann brauche ich ja jetzt nicht mehr. Naja, ja. Das ist ein ziemliches Anfängerkast gewesen. Stell dir vor, ihr seid jung und unerfahren und geht da in die Höhle rein. Wo war denn das? Ah, ja, hier. Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann?
Ja, wenn wir es rauskriegen. Ja. Ich denke schon. Wasser. So blöden Bäumchen. Oh, du bist zurück. Ja, ich habe dir was mitgebracht. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben. Und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren. Aus dem Hen ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Edlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Ja. Also habt ihr nochmal gehört? Die Schwalbe steht natürlich für Ciri und der Wolf für Geralt. So, wir machen hier aber einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Geralts Abenteuern mit mir erleben wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda. Bye!